Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hearthstone mit mir, dem Lean, und zwar in der Forscherliga. Yo, wir haben hier ein neues Solo-Abenteuer von Hearthstone, ähnlich wie Naxxramas und der Schwarzfels auch. Und wir haben zuletzt ich habe zuletzt die ersten drei Bosse besiegt, mehr geht ja noch nicht. Und jetzt haben wir hier die ersten beiden Klassenherausforderungen freigeschaltet und deshalb geht's jetzt hier auch weiter. So. Und zwar Klasse Kriegerherausforderung. Okay. Auf ein neues. Schafft ihr es, den Boss mit diesem zu besiegen? Das Verlangen wirkt. Oh. Ach, der? Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Sehr, sehr cool. Ja, da bin ich sowas von dabei. Krieger-Klassenherausforderung. Mal sehen, wie hart das jetzt wird. Ich habe gar keine Vorstellung. Garrosh gegen Sinar! Endlich frei! Als Belohnung gewähre ich euch einen schnellen Tod. Sieg oder Tod. So. Grüße. Phänomenale kosmische Macht! Ach ja, das war der mit dem zieht eine Karte und so. Ja, ich erinnere mich. Ja, da mache ich das, glaube ich, so und so. Wir entdecken noch einen Diener. Ja, ich hätte mich jetzt über einen Dreier-Dröps gefreut. Den hier, den wird natürlich noch lange dauern, bis ich den hier spielen kann, ne? Vier Mana habe ich aber schon zwei. Und der bringt irgendwie gar nichts, ne? Also nehme ich den. Auch wenn ich den erst spät spielen kann. War das irgendwie logisch, was ich jetzt gemacht habe? Oder irgendwie nicht so? Ich weiß es nicht. So, drei Mana-Zug ist natürlich doof, da habe ich nichts, aber dann kann ich den spielen. Rüstung und entdeckt einen Zauber. Oh, verleiht euren Diener mit Spott. +2/+2 ist natürlich gerade jetzt in dem Fall geil, weil ich so viele Spottdiener auf dem Feld habe und auch in der Hand habe. Oder fast nur Spottdiener sogar. Ist das natürlich sehr, sehr geil. Affe mit Waffe, alles klar. Boah, wat? Junge. Ich kann ja nicht mehr. Ich hätte jetzt zweimal buffen soll. Warte mal. Ja, ne? Warum nicht? So. Und dann haben wir jetzt eine richtig krasse Geschichte hier. Entdeckt einen Zauber. Schildpunkt. Sägeblatt. Felsruf. Nehme ich Schildblock. Was ist denn das für ein Staubteufel? Ja, gar kein Problem. So, erstmal einen Zauber entdecken, ist ja klar. Mal zermalmen, man weiß ja nicht, was so passiert. Tja, was soll ich sagen, ne? Ging einfacher und schneller als erwartet. Scharmützel, nochmal toben. Scharmützel für Notfall, aber der Notfall tritt nicht ein, denn jetzt ist GG. Zurück in die Lampe! Nein!
Und wir haben den... Oh Gott, muss ich das jetzt vorlesen? Obsidian-Zerstörer. Obsidian? Obsidian-Zerstörer? Obsidian... Ist ja auch egal. Ich werde hinterher wieder ausgelacht. Für 7 Mana eine 7-7 ruft am Ende des Zuges ein Scarabeus 1-1 mit Spott herbei. Finde ich gar nicht so schlecht, die Karte. Ich finde die ehrlich gesagt ganz cool. Joa. Ja, das war die erste Klassenherausforderung, die spielbar ist. Der Krieger. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Klassenherausforderung, den Hexenmeister, wieder.